Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. An meiner Seite der großartige Fuddle LP. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und diese Folge 12 ist CSI gewidmet. Ja, ich befürchte, es wird sich überhaupt nicht ziehen. Nee. So, was meinst du? Leid. Sollen wir erst wieder lavern oder? Ich würde jetzt sagen, schreibt es jetzt in die Kommentare, was ihr wollt. Ja, kommt ja nichts drum rum. Für wahrscheinlich eine Folge. Cool. Hat sich was getan? Nicht viel seit unserem letzten Gespräch, George. Hast du auch immer noch die gleichen Klamotten an, um das hier mal anzuprangern. Hallo, Pater. Mr. Stobart. Wird das lang dauern? Fragst du mich oder was? Ich weiß nicht. Navette scheint mit dem Gerät zu kämpfen. Dann bete ich um göttliche Intervention. Wenn Sie meinen, dass es hilft? Der Herr hört immer zu, George. Das heißt, da schlägt gleich der Blitz ein, ja? Oh, keine Sprachoptionen. Sehr schön. Na, komm. Da haben wir ja nur einen ganz tollen Hinweis. Henri's Sachen fand man vermutlich am ehesten Danke. In seinem Büro. Also, man kann es den Spieler auch leicht machen. So, also müssen wir nur mal irgendwas sehen, was wie Anziehsache aussieht, ne? Ja, da kannst du gerade was nehmen. Oder? Tiefer, linkser. Tiefer, da bei dem ganzen Gerümpel, der links steht, dachte ich, da hätte es eine Greifhand gegeben. Nee. Dann habe ich mich geirrt. Tja. Ich spiele so gern mit anderen Leuten Feigen. Ich öffnete das Fach nochmal. Ja. Das ist, glaube ich, Kopf neu. Auf dem Kopf der Statue klemmte eine von Henris Brillen. Tada! Vielleicht, ganz vielleicht, sah ich ja mit der Brille wie Henri aus. So, ihr macht jetzt sofort das entsprechende Musikstück für Horatio und wir ziehen die Brille auf, um sie wieder abzuziehen. So. Haben wir sonst noch hier was? Es kann doch jetzt mal ganz ehrlich, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, oder? Was? Ist mir egal, das probiere ich jetzt. Wir sehen jetzt so aus wie die Leiche, weil wir eine Brille haben, oder was? Ja. Ich kenne das aber auch so, wenn Frauen auf einmal die Haare offen tragen und sonst immer Pferdeschwanz, völlig andere Person. Ja gut, bei Frauen stimmt das ja auch. Da ändert ja auch schon mit der Farbe alles. Ich habe da keinen Wiedererkennungswert. Ich habe Henris Brille gefunden. Das sagt er auch noch. Gestohlen oder gefunden. Egal, das könnte funktionieren. Und sei froh, ach, mach hin. Egal. Mein Gott. Kommen Sie alle auf Position. Ich will, dass jeder da steht, wo er war, als das Opfer starb. Ja, aber George kann doch nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Doch, George kann das. Muss ich das selber machen? So, die Musik. Wer spielt denn jetzt George? Vielleicht der Inspektor. Oh! Also, das ist doch lächerlich. Ja, danke. Ja. Gottes Wege sind unergründlich, Pater. In der Tat. Und Müßiggang ist aller Laster. Lass da anfangen, ja. Ruhe, Stobart. Sie haben doch tot zu sein. Bitte seien Sie etwas geräuschloser tot. Ich habe versucht, Navette die Wahrheit über den Blutfleck zu sagen. Hat er Ihnen nicht geglaubt? Sie sind ein Mann Gottes. Er glaubt an die Wissenschaft, Mr. Stobart. Nicht an Gott. Also war es eine Killertomate. Was macht denn jetzt der Inspektor? Nix, oder was? Ja, zumindest ist er nicht tot. Egal, wir labern mal. Vater! Ja, mein Sohn. Na also! Monsieur Stolpert! Ja, Inspektor? Was fummeln Sie da rum? Ich wollte Pater Simeon bloß zeigen... Lassen Sie das bleiben. Seien Sie gefälligst tot. Tote bewegen sich nicht. Sie reden nicht.
Und rumfummeln tun Sie erst recht nicht. Also bitte, fallen Sie nicht aus der Rolle. Dies ist bedeutende Wissenschaft. Navette würde nicht zulassen, dass ich dem Priester etwas zeigte. Okay. Aber am Reden würde er mich nicht hindern. Okay, also das heißt, dem kann ich auch nicht Trevor zeigen dann. Das ist wohl so, ja. Obwohl, ne, ihr wisst ja, hier im Zeitalter von Walking Dead und Co., auch Leichen bewegen sich gerne. Und mittlerweile sind sie auch recht schnell, nachdem sie irgendwie ein Update bekommen haben oder so. Meinen Sie, das Gerät wird den Inspektor auf die Spur des Mörders führen? Er wird die Antworten finden, die er sucht. Aber er stellt die falschen Fragen. Das war kein normaler Mord. Das ist richtig. Glauben Sie, Inspektor Navette klärt die Sache jemals auf? Ich bin nicht sicher, obwohl ich kein Experte bin. Ja, ist er wohl auch nicht, wie es aussieht. Sie reden ständig von den Gnostikern. Wer ist das? Der hat da noch nichts von gesagt. Ein verdrehter Ast des Christentums, der Luzifer mit Gott gleichstellt oder ihn sogar noch mehr verehrt. Schon klar, dass das dem Vatikan wenig behagt. Der Vatikan geht sie gar nichts an. Schweigen Sie! Bei unserem letzten Treffen sagten Sie, das Bild sei böse. Ich erkläre es Ihnen. Ich bin Dominikaner, Mr. Stobbart. Unser Orden wurde gegründet, Häresie aufzuspüren und zu vernichten. Warum? Weil Häresie böse ist. Okay. 1000 Jahre lang kämpfen wir schon gegen die Häresie. Unsere Feinde haben uns sogar die Hunde des Herrn genannt. Ja, ja. Dominikanes. Hunde des Herrn, verstehen Sie? Wie genial. Also, dieses Gemälde, La Maledictio, ist zweifellos Häresie. Halt, Moment. Wie kann denn ein Gemälde Häresie sein? Vor gnostischen Symbolen strotzt. Und Gnostiker sind Heretiker. Natürlich. Was für Symbole? Böse Symbole. Der Uroboros, die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Abbilder von falschen Heiligen, Heretikern. Sie halten also das Bild selbst für böse. Es hat einen Mord verursacht, Mr. Stobbart. Und Mord ist Sache der Polizei. Ruhe bitte, alle beide. Naja, auf jeden Fall können wir noch ein bisschen labern. Der Uroboros, was genau ist das? Er ist ein gnostisches Symbol. Er zeigt etwas Verborgenes an. Natürlich. Uroboros sind Bäume abgebildet. Sie symbolisieren das Wissen. Der Uroboros weist also auf verborgenes Wissen hin. Das Gemälde muss zerstört werden, damit das Wissen nicht offenbart wird. Natürlich. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Die erste Erfassungsrunde ist abgeschlossen. Die Erfassungsrunde! 36 aus. Bitte bleiben Sie auf Ihrem Posten. Wir setzen das Gerät zurück. Sie dürfen sich entspannen und miteinander reden. Die 500-Euro-Frage haben wir jetzt gewonnen, ja? Ja. Mein Gott, ey. Wer sind diese falschen Heiligen? Gnostische Heilige. Nicht von der Kirche, selig gesprochen. Sie stellen die Rechtgläubigkeit in Frage, locken Unachtsame auf Pfade verbotenen Wissens. Natürlich. Und schicken unschuldige Seelen ins Feuer der Verdammnis. Sie meinen wie ein Black Sabbath-Album? Nur wenn man es rückwärts hört, ne? Ist klar. So, jetzt darf ich doch endlich. Sehen Sie sich das mal an. Na also. Das interessiert mich nicht. Ach, habt ihr mal nicht so. Sehen Sie sich das mal an. Das interessiert... Ja, komm. Den interessiert gar nichts. Sehen Sie sich das mal an. Das interessiert... Ja, die weltoffene sich- Kirche. Das Kann ich Sie für diesen Keks begeistern? Im Moment weniger. Wenn man genau hinsieht, kann man, glaube ich, das Antlitz Jesu darauf erkennen. Sollte es dem Herrn je gefallen, auf einem Keks zu erscheinen, dann gewiss nicht auf Teegebäck. Aber wenn es leckeres Teegebäck wäre? Sehen Sie sich das mal an. Das interessiert mich nicht. Vielleicht der Whisky? Sehen Sie sich das mal an. Das in... Nee, mehr Misswein und so, ne? Ja, ja, ist klar. Sehen Sie sich... Das ist... Sehen Sie sich da... Ja. Das ist... Sehen Sie... Ja, auch nix. Bleibt ja nur noch eins übrig. Das ist... Klar, die Zeichnung.
Wade Retro Satana. Was das ist doch deine denn? Welt. Es ist schlimmer, als ich dachte. Ist aber ziemlich was offensichtlich. Weiche zurück, Satan. Okay. Nicht bloß eine Skizze. Das Gemälde. Hatte ich irgendetwas Falsches gesagt? Ich muss hier raus. Sofort. Pater Simeon, ich verbiete Ihnen zu gehen. Dies ist eine offizielle Ermittlung. Verstehen Sie nicht? Großes Übel ist über uns gekommen. Es ist Böses im Busch. Das Gemälde ist oh, böse. Oh, wer kommt da denn? Die ketzerischen Gnostiker sind im Bunde mit dem Teufel. Dem Teufel? Verstehen Sie nicht? Die Tabula Veritatis, die Tafel der Wahrheit, sie existiert. Mhm. Na, na, da ist aber jemand aufgeregt. Wer bist du Packen denn? Packen Sie Ihre Zeugen nicht zu hart an, Inspektor Navette. Wer sind Sie ja, denn? Danke. Dies ist Sache der Polizei. Richard Langham, Interpol, Abteilung Kunstraub. Wir haben telefoniert, Inspektor. Ah ja, oh, Sie hatten nicht gesagt, dass Sie an meinen Tatort kommen wollten. Was genau ist dieses Gerät, Inspektor? Eine kleine Erfindung meiner Wenigkeit, Monsieur Langham. Es wird errechnen, wessen Blut das da auf dem Boden ist und... Okay, Inspektor. Könnten Sie etwas beiseite gehen? Ich würde zu gern sehen, was Sie da tun. Ah, natürlich. Es ist schon recht bahnbrechend. Ich habe andere Worte dafür. Das ist also Interpol? Ist das dann im Original das FBI oder der sieht ja aus wie so ein Man in Black-Verschnitt? Nee, kann ja im Original nicht FBI sein, ist ja immer noch in Frankreich. Ihr Verdächtiger ist wohl Hawaiianer, Inspektor. Hawaiianer? Mon Dieu, Moe! Kontaktieren Sie sofort die hawaiianische Botschaft. Da läuft ein Surfkiller frei herum. Verständigen Sie die Flugäffen und die Surfshops. Natürlich. Verzeihung, Inspektor. Ich meine Pizza Hawaii. Ihr Blutfleck ist Pizzasoße. Pizza? Mue, Cinar! Vergessen Sie die Surfshops. Verständigen Sie die italienische Botschaft. Das stinkt gewaltig nach Mafia. Ja, genau. Cosa Nostra, Inspektor, natürlich. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich jetzt gern Ihre Zeugen sprechen. Ja. Und in der Zwischenzeit versuchen Sie vielleicht, Ihren Priester zurückzuholen? Madame Collard, Mr. Stobart nehme ich an. Kann ich Ihnen einen Kaffee spendieren? Nein! Langham klang schon etwas kompetenter. Du weißt schon wo, vielleicht, ne? Vielleicht würde er ein bisschen Vernunft in den Fall bringen. Die gehen nicht zu Starbucks. Dank Inspektor Navette bin ich auf dem Laufenden. Er natürlich. Hat mir auch von Ihnen beiden erzählt. Ich kann mir lebhaft vorstellen, was. Aber wieso interessiert Sie dieser Kunstraub? Ich ermittle schon seit einiger Zeit gegen eine Bande von Kunstdieben. Und das hier sieht nach einer guten Spur aus. Nur Nico hat einen Kaffee bekommen. Ach so, der Inspektor auch und George auch. Aber Navette ist ein Vollpfosten. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen. Sie schmeicheln uns. Deswegen gehe ich davon aus, der ist nicht vom FBI. Das tun wir alle. Oder versuchen es zumindest. Interpol. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Ich vermute, bei Ihnen waren die Ausstellungsstücke versichert? Stimmt, und es wird uns teuer zu stehen kommen. Schon irgendwelche Spuren? Nein. Vielleicht. Es gibt da einen Russen namens Medowski, der wohl der Eigentümer des Gemäldes ist. Medowski? Sie kennen ihn? Ein Oligarch. Tolle Übersetzung. Kunstwerke, Aluminium, Ex-KGB, übler Kerl. Sie müssen vorsichtig sein. Medowski ist gefährlich. Er tötet jeden, der ihm im Weg steht. Für einen Bullen schien Langham ganz okay zu sein. Ja, da stimmt was nicht. Eben. Das Problem bei Abmachungen mit Polypen ist nur, dass man am Ende meistens draufzahlt. Ah, das ist der gute Aber George. Ich fand das vertretbar, wenn ich dadurch Medowski zur Strecke bringen könnte. Wir haben Beweise gefunden, dass Medowski etwas mit der Wachfirma zu tun hatte, die für die Galerie zuständig war. Interessant. Und einer seiner Männer, ein Kerl namens Schiers, war am Tag des Diebstahls in Paris. Ach, wirklich? Wir haben auch einen Brief von einem gewissen Genen gefunden, der Medowski das Gemälde abkaufen wollte. Genen. Der Name kommt mir bekannt vor.
Haben Sie sonst irgendwas über ihn rausgefunden? Nein, wir waren ziemlich in Eile. Was ist mit dem Priester? Dem guten Pater Simeon. Irgendwas hat ihm Angst eingeflößt. So viel ist sicher. Hab ich gehört. Du bist kein Kopf. Garantiert nicht. Er sagte immer wieder, La Maledictio sei böse. Vielleicht hat er recht. Zumindest hat das Bild Böses bewirkt, oder? Ich gehe allen Hinweisen nach, Mr. Stobbart. Selbst denen von verrückten Priestern. Natürlich. Bleiben wir in Verbindung. Danke für Ihre Hilfe. Der Kaffee geht auf meine Rechnung. Oder genauer auf die von Interpol. Miss Collard, Mr. Stobbart. Und George, was denkst du? Nichts. Interessant. Er scheint den Überblick zu haben. Ja, deswegen. Viel zu gut. Stimmt. Langsam könnte das hier gefährlich werden, Nico. Glaubst du, Lengel hat recht, was Medowski angeht? Naja, er scheint Ahnung zu haben. Mhm. Ungewöhnlich. Also, ich fand ihn ganz niedlich. Er ist Engländer, Nico. Die findest du alle niedlich. Mit Tiefgang. Ach ja? Und was ist mit meinem Tiefgang, hä? Den hast du mir doch schon vor langer Zeit gezeigt, George. Ich geh heim und schreib den Artikel schon mal vor. Und du? Ich muss zu einer Frau wegen einem Hund. Einem ausgestopften Hund, genauer gesagt. Du sprichst in Rätseln, George. Ach, ich muss nur noch mal zu Bijou. Sie war nicht ganz ehrlich zu mir. Geht er da automatisch hin? Dann dürfen wir da malen. So. Das ist drin. Genau. Dann gehen wir doch da auch gleich hin. Bijou hatte mir erzählt, sie habe nichts mit dem Geschäftlichen zu tun gehabt. Sicher. Ja. Aber Lane behauptete das Gegenteil. Einer von beiden log. Sollen wir hier mal einen Cut machen? Oh, ein Cut unter 60 Minuten, ja. Dann würde ich sagen, habt ihr jetzt sozusagen CSI Paris hinter euch. Ja, was hat's uns gebracht, außer einem FBI-Mann, der ganz klar ein FBI-Mann ist? Mit Sicherheit. Ja, auf jeden Und Fall. Und ich glaube, auch der Priester ist auch ein ganz normaler Priester. Also, was hier das Figurendesign angeht und die Charakterisierung, ich weiß nicht, welche Klischeesachen die ihn noch weiter bemühen, aber ja, da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, besuchen wir Bijou und gucken mal, was die gute Dame hat. Und dann will ich mal langsam wissen, wie es weitergeht, weil im Augenblick haben wir dann haben wir, glaube ich, erstmal wie sagt man so schön, die Leads, die wir haben, die haben wir dann erstmal abgearbeitet, ne? Mal gucken, was da noch passiert. Wir bekommen neue. Ich befürchte es auch. Okay. Wir sehen uns dann in Folge 13! Wieder, ich bin euer Mr. Venom 1974, an meiner Seite der großartige Fuddle-LP und dann gucken wir mal, was der unglaubliche Hase hier hinter der Tür uns in nächster Folge erzählt. Bleibt dran. Tschüss. Ciao.